So, Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed 2. Wir befinden uns in der Toskana und müssen weiter Ausschau halten nach den Feinden der Auditore. Und dafür müssen wir jetzt erstmal ein paar Handlanger von wem auch immer ausschalten. Ich habe mich nach hier oben begeben, ich weiß gar nicht mehr warum. Aber es zieht uns jetzt hier in das Burggebilde. Ist ja riesig hier. Krass, krass, krass. Ja, wir sollten hier den Weg auf jeden Fall nehmen. Vielleicht finde ich noch ein Pferd. Hier gibt es natürlich auch noch etliche Federn. Ich schätze mal, deswegen habe ich mich in die Richtung hier begeben. Aber ja, muss man ein bisschen schauen. Ihr seht, die Toskana ist ja relativ leer, bis auf eben diese riesige Burgstadt. Aber ich mag die Toskana. Es ist eher ein kleinerer Bereich. Oder sagen wir mal, ein Bereich, der nicht so lange in der Story behandelt wird. Wie zum Beispiel Florenz oder später auch Venedig. Beziehungsweise das Forli oder so. Dieses komische... Ach, das war ein komischer Bereich. Der kommt noch, den haben wir noch gar nicht gehabt. Aber ich bin gespannt. Vor allem freue ich mich natürlich auf Venedig, weil wir da auch ein Oh, Dieb, Dieb, Dieb. Oh Gott, wie kann ich nochmal rammen? Wie ging das? Bleib hier. Anhalt. Mist. Oh. Ich hab die Steuerung vergessen. Jetzt blöd. Ja, Jungs, was soll ich sagen? Okay, das vergesse ich nie. Oh. Alter! Die Damen helfen uns einfach. Alter, die haben die Damen getötet. Wie konnte man die nochmal provozieren? Hey, so gut bin ich auch hier zum Begraben. Das sind diese Offiziere, die man nicht so einfach auskontern kann. Okay, einfach draufklopfen. Ja, das Kampfsystem ist natürlich in Assassin's Creed 2 nicht das komplexeste. Entweder... Oh, Alter. Hat der eine Backpfeife gezimmert. Eieiei, jetzt muss ich aber erstmal den Dieb hier plündern. Das Blöde ist halt wirklich diese Tastenbelegung hier. Die vergisst man, wenn man es nicht gerade spielt. Immer. Zumindest auf dem PC. Wie kann man denn jetzt plündern? So. Okay, die Hand ist bei mir Y auf dem Controller. Ich komme damit echt nicht klar. Diese Soldaten sollte man auch immer mal plündern, weil die haben natürlich Munition, Medizin, Wurfmesser, seht ihr. Aber dass sie die armen Kurtisanen jetzt hier einfach abstechen. Guckt ihr das an. Die sind uns einfach zur Hilfe gekommen. Wenn ich nicht geträumt habe, hatten die auch Schwerter. Was für... Okay, jetzt haben wir ja natürlich einen guten Gesuchtheitsgrad. Dementsprechend suche ich mir erstmal ein paar... Wo haben wir sie? Ich möchte nämlich ungern hier diese Typen bestechen. Das ist nämlich viel zu teuer. So, hier hängt doch schon mal ein Fahndungsplakat. Also interagieren ist bei mir Y. Gut, muss ich mir merken. Hier waren wir aber doch schon mal, um den ersten Pazzi zu töten, den Jungen. Ich habe den Namen vergessen. War es Frederico oder Francesco? Nee. Aber ich glaube, da sind wir ja hier schon mal mit Onkel Mario in die Burg reingerannt. Das war so der erste große Aktion in der Toskana. Oh, hier ist ein Dings. Müssen wir mal gucken. Torre del Diavolo. Finde ich aber cool, dass einem das Spiel das immer ansagt. Sollten sie bei Federn auch machen. Nein, Spaß. Dann alle 2 Sekunden. Bing, hier ist eine Feder. Okay, wie komme ich hier hoch? Aber die Toskana habe ich ehrlich gesagt... langweilige Erinnerung. Also ich bin gerade
Man kennt es ja, und manchmal hat man gute Erinnerungen an Spiel und dann bestätigen die sich nicht so wirklich und man denkt sich, ja, ist nicht so gut gealtert. Aber meine Herren, gerade diese Burgstadt hier, die ist ja richtig cool und da ist eine Feder. Daran kann ich mich überhaupt nicht so gut erinnern. Da merkt man mal wieder, wie viel dann doch verloren geht. Oder wie verzerrt man manchmal das alles wahrnimmt. Oh, hier, das sieht richtig cool aus. Ah ja, ich sehe auch das Symbol. Nicht springen, nicht springen, nicht springen. Das Symbol ist hier direkt. So. Fallen lassen. Na! Jetzt, jo. Na gut. Wenigstens haben wir die Kiste. Laju, da ist er! Fuck. Warum konnte ich keinen Attentat machen? Er ist jetzt doof. Ja, versuch es. Keine Außen. Ah. Fatti Soto. Was? Ups. Stoppt ihn! Dann geben die anderen einfach auf. Krass. Da haben sie gemerkt, mit wem sie es hier zu tun haben. Okay, ich kletter natürlich nochmal hoch. Hier ist auch einiges zu tun. Hier ist auch ein Rennen. Hier ist auch eine Codex-Seite. Na komm, dann hole ich mir erstmal die Codex-Seite. Wie kann man nochmal ein Attentat machen? Ich habe alles verlernt. Geh! Ora! Ich kämpfe! Na komm. Dann also. Ich muss hier verschwinden. Seid nicht schüchtern! Macht ihn Mörder! Pazienza, ragazzo! Sei leer! Hey, ist auf dem toten Winkel! Avanti, bist du ja non ja? Junge, also ich muss echt sagen, die Sprüche, die Calls von diesen ganzen NPCs, die habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Dass die da, die gehen ja hier richtig auf Mutter. Das ist ja wirklich unter alles. Ey, das sind so nervige jetzt. Bums. Einfach die Treppe runterrutscht. Na gut. Hätten wir das auch erledigt. So. Jetzt erstmal zur Codex-Seite. Wir wissen ja, so viele gibt es dann auch nicht. Hier ist dann auch... Also hier gibt es auf jeden Fall einige Nebentätigkeiten. Die gucken wir uns natürlich auch noch in den nächsten Folgen an. Wir werden schon noch ein paar Folgen hier in der Toskana verbringen. So, und hier war ja der Turm. Jetzt hole ich mir nochmal da die Glyphe. Genau, die Glyphe war das. Ich muss erst wieder reinkommen. Aber das geht nochmal relativ schnell bei so einem guten Spiel. Ah, kaum lobst es, fliegst hier runter. Aber das lag natürlich an mir, nicht am Spiel. Nee, aber man muss sich schon echt, also ich habe das schon öfters in diesem Let's Play gesagt und ich werde es auch noch von mir aus 300 Mal sagen. Das Klettersystem ist so gut, so präzise und ich sag's euch ehrlich, es ist besser wie manches Klettersystem, was danach kam. Ja? In Assassin's Creed 3, das war dann glaube ich mehr oder weniger das gleiche, aber auch in Assassin's Creed 3 ist man nicht mehr so viel geklettert. Assassin's Creed 4, Black Flag, da ist man gar nicht mehr geklettert, gefühlt. Da war man ja viel mehr zu See. Und dann Unity, da haben sie halt alles neu gemacht. In Unity, das war gut, das System, der Parkour und alles. Schwärmen ja viele heute wieder, wie gut das eigentlich war. Syndicate hatte dann den Enterhaken. Gut, Syndicate war halt so riesig, diese Stadt London, das war so riesig, da konntest du auch gar nicht klettern. Und danach musstest du auch nie wieder klettern. Dann kamen ja diese ganzen RPG-Games wie Origins. Oh nein, jetzt kommt wieder so eine Sache. Erst gepflückt von einem Baum, der von einer Schlange bewacht wurde, bewirken seine Kräfte Wunder. Dann abgenutzt von der Zeit, auseinandergerissen und unter einem roten Meer versteckt. Erneuerer der Zeit. Ich klicke jetzt mal alles an, was rot ist. Big Brain. Okay. Und unter einem roten Meer versteckt. Okay. SPQR.
Das Zeichen der Römer. Ich weiß aber gar nicht mehr, was es bedeutet. Jesus Christus. Ah. Und das habe ich geliebt, wie gesagt, gerade durch diese Glyphenrätsel, dass man diese Geschichte mit diesem Assassin's Creed Lore, mit diesen Edensplittern so in Verbindung gebracht hat. Mich hat das damals richtig interessiert. Das hat man auch nie wieder gemacht. Also nach Assassin's Creed 3. So, wo ist denn jetzt hier der Apfel? Hat er in seiner Hose versteckt oder was? Hä? Komm näher. Namen es. Sie nahmen es. Hä? Ich sehe den Apfel nicht. Sie nahmen es. Okay, ich sage euch ja, diese Rätsel sind zu hoch für mich. Hier ist so eine Art Templerkreuz oder was soll das sein? Oder im Hintergrund. Ah. Aua. Nicht so laut. Edensplitter 34 Tuch. Passcode gefunden. Und jetzt? Alles abspielen? Also langsam sehen wir, das scheint Adam und Eva zu sein, wenn mich nicht alles täuscht. Die hier in einer ziemlich modern oder futuristisch aussehenden Welt fliehen. Und wahrscheinlich zur Zeit der Iso-Menschen, die ja quasi die erste Zivilisation hier im Assassin's Creed Lore sind. Oh Gott, jetzt habe ich wieder vergessen, wie man den Adlerblick wegmacht. Ja, perfekt. Ah, gut. Aua! Gut. Ja, gut. So kommt man auch nach unten. Jetzt hätten wir den Todessprung mal machen können, jetzt wo wir ihn gebraucht hätten. Springt einfach runter. Ja, dem Ezio kannst du halt auch manchmal echt nicht helfen. Aber normal speichert das Spiel ja dann. Nutzung von Aussichtspunkten. Ja. Wo war denn der Aussichtspunkt? Ich würde jetzt noch die Feder mitnehmen. Bisschen Erkundung heute in der Toskana. War das hier nicht der Punkt? Das ist aber auch eine Glyphe, guck mal. Ruhig. Torri del Salvucci. Ja, okay, ich muss ihn challengen. Wow! So ging der Attentat. Oder das Attentat, besser gesagt. Das ist aber auch eine gute Frage. Der oder das Attentat? Hätte jetzt auch eher gesagt, das. Hm. Der oder die Nutella. Man weiß es nicht. Komme ich da jetzt hoch? Okay. Ich sag ja, hier springt dir eins nach dem anderen ins Auge. Jetzt habe ich die Feder trotzdem verloren. Aus dem Auge. Ich glaube, man muss hier erst hoch, oder? Hier rum. Hier so um die Ecke. Ah. Märtyrer, Datei freigegeben. Aber cool, dann können wir heute ein paar Glyphen abhaken. Zar Nikolaus II. Russland. Ja, wahrscheinlich der Stab. Edensplitter 34. Ich dachte, Edensplitter 34 war ein Tuch. Jeanne d'Arc. Okay, die kenne ich gar nicht. Wahrscheinlich Französisch. Ja, gut. Steht ja daneben. Edensplitter 25, das Schwert. Ah, das haben die dann in Unity umgesetzt. Da war doch der Edensplitter auch ein Schwert. Also das muss man ihnen lassen, bis Syndicate, eigentlich auch Origins, da haben die echt krass so das Lore, was sie schon teilweise in Assassin's Creed 1 und 2 aufgebaut hatten, umgesetzt. So, und jetzt? Was muss ich machen? Hier unten ist eine Flamme. Sie
verbrannten Jean bei lebendigem Leibe. Es ist richtig hier Geschichtskunde. Und so, als ich Assassin's Creed kennengelernt habe, da hat man immer gesagt, Assassin's Creed ist so eine Art Geschichte zum Spielen. Also man lernt auch ein bisschen was. Das war früher zum Teil so natürlich. Darf es jetzt auch nicht übertreiben. War der Zar Macht. Er konnte seine Untertanen nicht mehr kontrollieren. Revolution! Revolution! Rasputin brachte es nach Tunguska. Es ist halt eine coole Idee, um Macht zu erklären, diese Edensplitter, weil warum gibt es gewisse Menschen, super wenige in der Geschichte, die so viel Macht hatten, die nie, für eine gewisse Zeit unantastbar waren und dann sind diese Königreiche oder ja, Länder, Staaten teilweise an einem Tag zusammengebrochen, wie zum Beispiel das Zarenreich, also Russland vor der Sowjetunion oder die Römer und so weiter. Und natürlich kann man das immer dann mit der wirklichen Geschichte begründen. Aber ich glaube, das hier ist halt so eine bequeme, guck mal, die hatten so einen geheimen Gegenstand und dann waren die unantastbar und dann ist der kaputt gegangen oder die haben den verloren oder wurde gestohlen und dann hatten die halt diese Macht nicht mehr und waren quasi wieder sterbliche, normale Menschen. Ist eine coole Idee, aber ja, gehört wohl in den Bereich der Fiktion. So, wie kann ich es jetzt abspielen? Okay. Ja, ihr seht, wir brauchen noch einige Glyphen, damit hier überhaupt mal ein Schuh draus wird. Ich glaube, so viel lernt man auch aus dem Video dann am Ende nicht, aber es ist halt cool, weil es ist so richtig gut gemacht. Es macht dann auch Spaß und diese Glyphen hat man ja auch relativ oft eh vor der Nase. Kann man sie auch kurz scannen und ich mag einfach auch diese Rätsel. So, auf dem Turm waren wir doch nicht. Wo war denn jetzt diese Feder? Da unten ist auf jeden Fall eine Quest. Und da ist auch ein Assassinengrab hier in der Toskana. An das kann ich mich jetzt zum Beispiel nicht erinnern. Also, ich kann mich natürlich erinnern, dass es hier eins gab, weil es gibt in jeder Welt mindestens ein Assassinengrab. Florencia 2. Aber, oh, wir haben den umgelegt. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie das hier aussah. Ich muss ja auch sagen, ich habe ja vor einem Jahr einfach privat mal Brotherhood gespielt und da waren ja auch viele Assassinengräber und da verwechsel ich mittlerweile auch alles. Okay, ich finde die Feder jetzt nicht, beziehungsweise ich finde den Platz nicht mehr. Dann machen wir doch einfach, hier ist auch noch eine Glyphe. Ah, ja komm, heute ist die Folge der Glyphen. Sieht aus wie so ein Berg. Wunderschön. Drei Diebstähle. Vertuscht durch die Morde. Menschen sehen nur, ob sie trainiert wurden. Was die Organisation sie sieht. Ich glaube, das ist ja Subjekt 17, wer ja hier immer spricht. Also so gesehen unser Vorgänger bei Abstergo. Auch eine ziemlich krasse Story. Ich glaube, die wird dann in Assassin's Creed Revelations nochmal so richtig erzählt. Houdini und Bess. Wüsste ich jetzt auch gar nicht, wer Houdini ist. Houdinis Grab. Gandhi kennt man natürlich. Den Hungerstreik in Indien gegen die britische Besatzung. Gandhis Begräbnisprozession. Okay. Dallas Archiv. Dallas. Oh, geht's jetzt um Kennedy? Der wurde ja in Dallas ermordet. Wo, oh wo, ist Jack nur hin? Ja, ich glaube, das soll hier die Assassin, also den Attentat auf John F. Kennedy. Hieß der John? Keine Ahnung, JF Kennedy. Hier sieht man die offene Limousine, das Haus. Ich glaube, links das Bild, das große ist der Attentäter. Man sieht aber Kennedy selbst nicht. Interessant. Okay, Passwort eingeben. 6 ist gleich 1. 6 ist gleich 1. Oh. Wenn 6 gleich 1 ist, dann ist 8 minus 5. Also 3. Und das 2. Oh mein Gott!
Oh mein Gott. Okay. Operation Neue Grenze. Ich war gerade selbst bei mir überrascht, dass ich das gelöst habe. Das HQ hat grünes Licht gegeben, die Ressource auszubeuten. Die Verhandlungen sind vorüber. F plant, jedem eine Stimme zu geben. Mit so jemandem kann man nicht argumentieren. Ich schicke euch den Fahrer. Wir haben ihn mit ES2 in unserem Labor trainiert. Er sollte keine Probleme machen. Die Route der Fahrzeugkolonne ist unten markiert. Nachdem das Ziel erledigt wurde, entweder von Oswald oder Z, benutzt du ES1, um die Ablenkung zu sorgen. Lass eine Art Phantom an den Ort erscheinen, den ich mit einem X markiert habe. Er schreckt die Leute. In der Verwirrung schnappt sich der Fahrer ES3. 18916. Delay Plaza, Dallas, Texas. Ja, Sie seht schon, es geht hier richtig so Richtung Verschwörungstheorien. Ist, glaube ich, immer interessant, aber muss man natürlich auch immer sehr mit Vorsicht genießen hier. Ist schon teilweise geschichtsrevisionistisch, was die hier machen. So. Deswegen machen sie es wahrscheinlich auch nicht mehr, weil das heute politisch wahrscheinlich auch nicht mehr das Korrekteste wäre. Kann ich mir vorstellen. Auch wenn es nur ein kleiner Teil des Spiels ist. Aber ihr wisst ja, wie das heutzutage ist. Ja. Jede Sekunde, die man hier freischaltet, macht es irgendwie auch nicht besser. Man versteht nichts von diesem Video. Moment, hier ist noch ein Aussichtspunkt. Soll ich den bestechen? Attenzione! Nö. Attenzione. Seid auf der Hut. Kann man den hier auch umbringen? Ja, kann man, aber das bringt nichts. Mull. Oh, hallo? Ups. Ganz ruhig. Wir müssen auch unbedingt wieder nach Monteriggioni. Ihr seht schon, die Truhe füllt sich. Hat da gerade einer gerufen. Gut gemacht. Ich sehe, die Leute sind drauf hier. Oh, da ist eine Feder. Muss aber auch erstmal hinkommen. Perfekt. Perfekt, Ezio. Also manchmal weiß ich ja nicht. Hey, geht's ja wirklich nirgendwo weiter. Okay. Musik auch immer. Warte mal. Machen wir so. Dann kommen wir hier hoch. Nur gespannt, wie ich zu der Feder dann komme. Also ich sage ja, die Federn sind teilweise schon ganz schöner Pain. So, hier kommen wir jetzt zumindest mal auf die Seite. Ist auch krass, wie hier teilweise so Staub oder Stein runterbröselt, wenn man sich da festhält. Das sind so krasse Details. Ich weiß, vielleicht denkt man sich heutzutage, ja, ist doch Standard. Aber das war halt immer noch 2009. Das war noch ein bisschen eine andere Zeit. Und da war das schon echt krass, wenn du sowas... Guck mal, wenn der sich hier so irgendwo so hin wirft. Hier, da sieht man es an den Füßen zum Beispiel. Also ich finde das immer wieder krass, sowas zu sehen. Die waren so weit ihrer Zeit voraus. Ich muss schon sagen, die Toskana ist kein kleines Gebiet hier. So, ich habe hier doch noch irgendwas gesehen. Da haben wir noch ein Plakat. Was haben wir hier? Möwen. Aha. Oh, das könnte... Das war gewagt.
war nochmal das Waffenrad? Ah, ich habe keine Medizin mehr. Die klauen sie aber auch, wenn man da rumklickt. So. Weg damit. Vielleicht haben wir hier oben noch eine Feder. So, entschuldige, dass ich habe warten lassen. Salvezio! Antonio Maffei hat sich auf dem höchsten Bau der Stadt verkrochen und schießt mit Bibelworten und Pfeilen. Der Mann hat offensichtlich den Verstand verloren. Außerdem hat er Bogenschützen um sich herum postiert. Die solltet ihr erledigen, bevor ihr euch nähert. Vielen Dank für den Hinweis. Okay, Attentat auf Antonio Maffei. Auf der Spitze eines Turms in San Gimignano. Ja, wenn es sonst nichts ist, würde ich mal behaupten. Also, die Scharfschützen. Ich... Gott, Social Stealth ist so wichtig. Ich verstehe nicht, dass die Social Stealth irgendwann gekickt haben. Mittlerweile in Mirage. Ich habe es nicht gespielt bisher. Aber da soll ja Social Stealth wieder... dabei sein. Tja. Okay. Das ist der höchste Turm. Und hier sind angeblich überall Scharfschützen. Ich hätte jetzt gedacht, wir versuchen mit Wurfmessern da ein bisschen gegenzuhalten. 11 Stück haben wir. Aber ich habe auch vergessen, wie man die benutzt. So, hier wollte ich jetzt ein bisschen vorsichtig vorgehen. So, wie kann ich jetzt mit den Wurfmessern agieren? Na gut, wenn die mich jetzt sehen. Ja, toll, Ezio, wow, ganz großes Kino. Lass das mal laufen. Deinem Gott, du tolles und törichtes Volk. Ja, eine richtige Rede hier. Ist's nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Bereitet? Bin ich mal gespannt, wie wir da hochkommen. Ich hoffe hier. Oh nein! Da ist er.
Sieht so krass aus von hier oben. Dann geh runter. Nicht so laut. Die Musik. Das hat mich schon in Brotherhood so fasziniert, wie krass die Hintergrundmusik bei so Missionen manchmal ist. Und das ist ja gar nicht so eine aufgeregte Actionmusik, wo jetzt, keine Ahnung, sonst was passiert. So eine ganz eigene Nummer, die so perfekt hier zu diesem ganzen System passt. So. Hinfort, Dämon! Zeig dem Tod ein wenig Respekt, mein Freund. Dir zeige ich Respekt. Nein. Das werde ich tun. Lass deinen Körper und deine Seele nun endlich ruhen. Requiescat in pace. Wie er einfach Nein sagt. Übelst respektlos. Zeig ein W. Nein. Ezio. Einfach ein G. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, beenden wir hier heute die Folge. Es war mir eine große Ehre, euch in der Toskana ein wenig rumzuführen. Haben wir schon in der letzten Folge gemacht. Aber jetzt sind wir hier in dieser Burgstadt. Und ihr seht, hier geht es ziemlich gut her. Hier gibt es noch einiges zu entdecken. Und das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren nicht vergessen. Abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich sehe da hinten eine Feder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.